Was geht, meine lieben Sportsfreunde? Herzlich willkommen zu einem erneuten YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Ihr seht schon, ich bin schon hier draußen in der frischen Luft. Für uns geht es heute nach Riedberg zu einem richtig krassen, großen Turnier. Hier befinden sich auch sehr große Mannschaften dabei. Es ist ein U11-Turnier. Mein letztes Turnier ist leider nicht so gut ausgefallen. Da musste ich alleine nach Hause fahren. Deswegen gab es heute auch keinen Vlog. Aber heute geht's weiter. Seid auf jeden Fall sehr gespannt. Auch Frank Abi ist heute wieder dabei. Kameramann-Team ist natürlich auch heute wieder dabei. Ich würde sagen, bevor das Video weitergeht, einmal kurz einen Daumen nach oben da lassen, einmal kurz den Kanal abonnieren. Und wenn ihr irgendwas findet, was man besser machen kann, außer mein Gesicht, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Viel Spaß mit dem Video. Ciao, ciao. So, Freunde, wir sind jetzt in der Turnhalle angekommen hier in Riedberg. Einige Mannschaften sind auch schon da und einige Leute habe ich auch schon erkannt. Also da glänzen immer so die Kinderaugen. Wir trinken gleich noch kurz einen Kaffee, ziehen uns um und dann geht es auch schon so langsam los. Also ihr erfahrt gleich noch alles Weitere. Die ersten Mannschaften sind schon da. Und Frank, sag mal, dein Statement heute, hast du schon Bock drauf? Ja, also richtig Bock haben wir heute auf jeden Fall. Riesig groß hier. Viele geile Mannschaften, große Mannschaften in klein. Ist noch was anderes als so die größeren, ne? Absolut. Wir werden glaubst du, die Kleinen benehmen sich besser als die Großen? Anders. Okay, also die sind lieber. Here we go, here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go, here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help. Haben mich jetzt umgezogen. Ihr seht schon, die ersten beiden Mannschaften spielen schon. Ist sogar direkt ein geiles Derby. Bochum gegen Arminia Bielefeld. Die Leute fragen mich jetzt wahrscheinlich, bist du nervös oder so, aber ich bin nie nervös. Mein Kameramann hat einen Arminia Bielefeld-Sticker gerade auf der Pullover drauf. Bist du heute für Arminia? Ja, natürlich. Okay, er ist heute für Arminia. Wir haben noch einen anderen Schiedsrichter da, aber der kommt eigentlich aus Handball, also der spielt eigentlich selber gar keinen Fußball. Aber pfeifen muss er trotzdem können. Ich warte das gut ein bisschen ab, ich bin 12 Minuten. Fixer Leitregel spielen wir. Und dann seht ihr gleich ein paar Aufnahmen von dem Spiel so ein bisschen. Übrigens, ihr könnt mir gerne mal auf Instagram folgen, weil da kommen immer neue News. Und den Team Collar-Con könnt ihr auch folgen, weil da könnt ihr ein bisschen gucken, wo ich mal bin hier. Weil da wird alles so voll. Was ist das erste Tor durch Arminia? Und andere Sache noch. Aus dem letzten Spiel oder Turnier haben die meisten zu mir gesagt, ich würde für Arminia pfeifen. Mein Herz steht auch für Arminia, also pfeife ich heute natürlich auch für Arminia. Ein Spaß, ich pfeife für Arminia. So, viel Spaß heute. Und damit dann auch nochmal von mir, von zu Hause aus, einen wunderschönen guten Tag. Ich werde das Ganze heute hier ein bisschen kommentieren. Ich dachte mir mal, ich habe da mal voll Bock drauf, ich probiere es gerne mal aus. Ihr könnt da mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze findet. 2 Minuten sind auf der Uhr gespielt und Union Berlin mit der ersten Chance jetzt hier. Und dann ein Torwartfehler vom Torwart von Fortuna Düsseldorf, der eigentlich ein sehr starkes Turnier gemacht hat. Und damit steht es jetzt hier 1:0 für die Mannschaft aus Berlin. Und Fortuna Düsseldorf muss natürlich jetzt auch in die Offensive gehen. Das tun sie auch. Schöner Pass vom Torwart. Und dann schießt die Nummer 5 von Fortuna einfach mal drauf. Und dann geht der Ball mit sehr, sehr viel Glück rein, weil der Ball noch abgefälscht wird. Und somit steht es hier 1:1. Nur den Torwartfehler gab es nicht nur auf der Seite von Fortuna, sondern auch auf der Seite von Union. Kein guter Pass vom Torwart. Und dann macht hier der Fortuna-Spieler das Tor zum 2:1. Und somit geht die Fortuna hier in Führung. Und kurze Zeit später steht der Torwart von Union nochmal im Mittelpunkt. Denn nachdem ich hier den Ball berührt hatte, hatte ich einen Schiedsrichter dabei gegeben. Der Ball wird nach hinten gespielt und dann kam der Ball nicht ganz an und der Torwart ist ein bisschen unsicher. Und dann geht der Ball hier wieder glücklich ins Tor rein und somit geht die Fortuna hier mit einem 3:1 in Führung. Aber die Mannschaft aus Berlin, die wollten auf jeden Fall nicht aufgeben, kämpften immer weiter und hatten sich hier den Ball zurückerobert und machten dann hier das Tor zum 3:2. Und somit wird das hier nochmal ein ganz knappes Ding. Ganz knappes Ding. Ich denke mal, das ist auch ein Wort, was hier in diese Situation mit reinpasst. Eine super Ballbewegung hier vom Spieler. Und dann gibt es einen kleinen Torschuss. Dann gibt es nochmal einen Torschuss. Super Parade vom Torwart. Ball wird nicht richtig geklärt. Und dann steht es hier 3:3, nachdem hier Union Berlin das Tor geschossen hat. Und am Ende von meinem allerersten Spiel hier im Turnier
trennten sich beide Mannschaften hier auch mit einem Unentschieden. Ein super geiles Spiel gewesen, direkt zu Anfang. Also wirklich zwei geile Mannschaften, super Fußball. Und der eine da vorne von Union Berlin, der sieht ein bisschen aus wie Musiala, muss ich sagen. Spiel Nummer 2, Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Dortmund. Und mal wieder geht der Spielaufbau über den Torwart von Fortuna Düsseldorf. Und der versucht jetzt hier einfach mal drauf zu schießen. Einfach mal aus dem Nichts. Aber glücklicherweise prallt der Ball dann zum Spieler. Und der macht dann hier das 1:0 für Fortuna Düsseldorf. Damit geht Düsseldorf 4 in Führung. Und dann eine Aktion, die man heute öfters gesehen hat. Hier eine Grätsche vom Spieler von Fortuna Düsseldorf. Zack. Und wir kennen das ja alle aus der Halle. So ist nun mal die Regel. Grätsche ist immer verboten, auch wenn er den Ball hier nur spielen möchte. Somit musste ich auch das hier abpfeifen. Und diese Ehrenmänner dort hinten im Hintergrund von Bayer Leverkusen. Ich kürze euer Herz. Ich weiß, dass ihr das Video schaut. Ihr seid super sympathische Männer gewesen. Naja, Freistoß gab es dann hier für Borussia Dortmund. Daraus ist aber nichts geworden. Apropos Borussia Dortmund, die brauchen hier dringend ein Tor und das machten sie hier nach einem super Pass vom Torwart. Gibt es hier einen Schuss und dann macht hier der Spieler von Borussia Dortmund das 1:1. War ein super herausgespieltes Tor und der wollte, glaube ich, kurz greedy machen. So sah es auf jeden Fall aus. Somit steht es hier 1:1. Und egal welche Mannschaft, egal welches Team, jeder Torwart wollte hier heute irgendwie was beweisen, so wie in der Aktion. Du kannst natürlich auch mal als Torwart einen Spieler ausdribbeln, warum denn nicht? Fortuna Düsseldorf hatte versucht gehabt, hier irgendwie nach vorne zu kommen. Der Torwart spielt hier super gut mit, aber nicht nur der Torwart von Fortuna Düsseldorf, sondern auch der Torwart von Borussia Dortmund. Was ist das hier für ein unfassbarer guter Reflex? Also wirklich Respekt an der Stelle. Und auch in meinem zweiten Spiel geht das Spiel unentschieden aus. Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf 1:1. Und bevor wir in das nächste Spiel reingehen, schauen wir uns erstmal ganz schöne Videos an. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Ich habe mich jetzt ein bisschen zurückgezogen in die Schiri-Kabine. Es ist echt vom Niveau her ein unfassbar krasses Team. Eine Mannschaft geht ja leider ein bisschen unter, aber das war, glaube ich, vorher schon ein bisschen klar gewesen. Aber trotzdem sehr, sehr geil bis jetzt. Auch alles sehr sympathische Leute, die bisher hier sind. Ich muss sagen, wie ich hier angenommen wurde. Essen bekommen wir hier, bekommen Trinken. Alle herzlich, super nett hier. Also es ist richtig geil. Führ mal kurz da draußen. Gerade spielt Arminia Bielefeld gegen Leverkusen. Arminia Bielefeld liegt gerade 4:0 hinten. Darüber reden wir mal lieber nicht. Aber Arminia Bielefeld, dafür schlägt trotzdem mein Herz. Mal gucken, ob ich hier nochmal pfeife. Aber guck mal, ihr seht das. Das ist U11. Überlegt mal, U11 ist, glaube ich, eh jung. Das Niveau, wie die hier schon so schubsen, wie die hier schon so reingehen, das ist schon echt krass. Bisher mein Favorit ist wirklich Dortmund. Also Dortmund, unfassbar gut. Was sagst du, wer ist bisher am besten? Dortmund schon. Dortmund, ne? Also Dortmund, echt krass. Verein, einer von Dortmund, der macht das wirklich. Ein Spielzeug, weil wirklich einfach krass, wie die spielen. Ich mache jetzt ein bisschen Pause und ihr hört dann gleich noch ein bisschen was von mir. Wir sind heute bis 18 Uhr hier. Später gibt es noch eine kleine Rede von mir. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze wird. 4 Minuten habe ich noch. Arminia Bielefeld gegen Norwich City, das sind nochmal zwei Mannschaften, die man sich auf jeden Fall gerne angucken möchte. Und erstmal hier die richtig schöne Balleroberung von Arminia Bielefeld und dann gibt es hier ein ganz klares Foulspiel im Strafraum, woraufhin ich dann hier auf den Elfmeter gezeigt hatte. Der Trainer von Norwich City hatte danach noch ein bisschen mich angemeckert und meinte so mäßig auf Englisch, dass es kein Elfmeter war, aber wir gucken uns das hier in der Wiederholung an und sehen natürlich hier alle ganz klar und deutlich, dass das ein Elfmeter war und somit ist das hier auch klar gewesen. Den Elfmeter konnte hier der Spieler natürlich richtig geil verwandeln. Ein unfassbarer geiler Schuss gewesen. Und somit steht es jetzt hier 1:0 für Arminia. Und Arminia Bielefeld setzt sich hier weiterhin nach. Erster Schuss drauf, zweiter Schuss drauf. Und der dritte Schuss geht dann rein. Und somit steht es hier 2:0 für Arminia Bielefeld. Normalerweise ist viele Tore schießen gerade nicht so der Stil von Arminia Bielefeld. Aber das taten sie hier trotzdem 3:0 für die Mannschaft hier aus Ostwestfalen. Und das geht auf jeden Fall bis zu jetzigen Zeitpunkt hier in Ordnung. Und auch ein paar Sekunden
Sekunden später konnte der Torwart von Norwich City hier nichts mehr machen. 4:0 für Arminia Bielefeld. Nur was wäre denn ein Bielefeld-Spiel ohne einen Gegentreffer? Hier eine super Aktion von Norwich City. Zwei Bielefeld-Spieler versuchen hier noch reinzugrätschen, hatten hier aber keine Chancen. Somit steht es hier 4:1. Beim Stand vom 4:1 blieb es dann auch. Und ich kann dir einfach nur mal ganz, ganz kurz sagen. Forza DSC. Schala. Nein, Spaß, nur Spaß am Rande, ich bin Schiedsrichter. Nein, geiles Spiel gewesen und schöne Grüße an der Stelle an Arminia Bielefeld. So, Freunde, ich konnte euch jetzt hier nicht alle Spiele zeigen, weil das wäre dann echt zu lang geworden. Wenn ihr aber noch die anderen Spiele sehen wollt, das sind bestimmt noch so 4-5 Stück, auch sehr spannende und geile Spiele, dann schreibt es jetzt gerne in die Kommentare unten rein, wenn ihr es auch sehen wollt, weil dann mache ich auf jeden Fall nochmal einen Teil 2 raus und ich würde sagen, ich gebe wieder hier an Qualle ab. Turnier ist jetzt vorbei, wir essen jetzt noch ein bisschen was und gleich geht's für uns wieder nach Hause. Ich möchte mich an der Stelle erstmal hier an Viktoria Riedberg bedanken für die Einladung. Das hat mega viel Bock gemacht, das war ein unfassbar geiles Turnier gewesen mit unfassbaren geilen Mannschaften. Es war easy zu leiten, ohne jetzt abgehoben zu klingen, aber es waren einfach alle fair. Und Respekt auch an alle Mannschaften, die vorbeigekommen sind. Ich wünsche, wenn irgendjemand das Video sieht von der ganzen Mannschaft, ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg, nur das Beste. Denkt dran, Video liken, Video abonnieren, Kanal abonnieren und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.